Somewhere beyond the sea. Oh Mann, jetzt haben wir es versaut. Bioshock. Unfassbar gute Spieleserie. 2 Minuten lang animiertes Wasser. Bioshock aufgrund dieses fiktiven Settings hat mich aber schon immer total begeistert. Mit diesem Anfang, wo das Meer und mit dem abgestürzten Flugzeug und dann kam da dieser Leuchtturm aus dem Meer und du kommst mit dieser Wasserkuppel runter, kommst in diese Wasserstadt und es sieht alles so awesome aus. Die Musik schwillt an, das hatte mich sofort. Da ist nicht nur die Musik alles angeschwollen. Ja, wollte gerade sagen. Die Jungs haben es einfach drauf von Irrational, Gott hab sie selig, eine Spielwelt zu entwerfen, die wie ein eigener Charakter ist. Mich hat es leider gar nicht gefasst, weil ich nämlich System Shock 2 für das beste Spiel der Welt halte, was es ja wissenschaftlich erwiesen auch ist, und habe gedacht, naja, Bioshock ist dasselbe nochmal, aber halt in neuer Grafik. Und das ist ja in vielen Teilen tatsächlich dasselbe nochmal mit diesen Audio-Logs und so weiter. Und dann aber fehlte für mich dann doch sehr schnell der Zauber. Ich habe also wirklich nach einer halben Stunde wieder aufgehört und habe gedacht, ach nee. Was? Da gibt es ja diesen einen Twist. Und eigentlich hätte es meiner Meinung nach an der Stelle zu Ende sein müssen. Dann wäre es perfekt gewesen. Es gibt einen Twist. Du darfst ja nicht verraten. Sollte ich es vielleicht doch spielen. Es gibt diesen großen Moment, wo dieses Spiel dann nochmal eine ganz andere Ebene erreicht. Das zweite Bioshock, fand ich, war das bessere Spiel. Also da hat das ganze Schießen und da spielt man halt diesen Big Daddy. Und du hast ja ganz oft diese Verteidige, die Little Sister einlagen und dann kannst du vorher Fallen aufbauen. Dann kommen diese ganzen Splicer angelaufen. Das hat als Spiel besser funktioniert. Da war die Story aber natürlich nicht mehr so toll. Ich finde auch, die Spiele sind immer wie so ein bisschen wie so ein Abenteuerfilm. Also man hat wirklich Lust, irgendwas zu entdecken. Infinite war für mich das Highlight der Serie. Also sie haben wirklich immer komplett abgedrehte Charaktere und natürlich der Hauptcharakter spielt auch immer eine riesengroße Rolle mit irgendeinem tollen Twist am Ende. Endlich mal richtig gute, komplizierte Story, wo ich echt immer noch nicht ganz kapiere, worum es geht. Ich meine, Bioshock Infinite hat es ja jetzt im Finale auch nochmal mit diesem Mindfuck-Finale auch nochmal gemacht. Wobei, sie war schon grenzwertig mindfuckig, möchte ich sagen. Die letzten 20 Minuten von Bioshock Infinite habe ich mit offenem Mund dagesessen und gedacht, Alter, nee, das geht ja mal gar nicht. Ich bin schon lange nicht mehr bei dem Spiel so lange ungläubig am Ende vor dem, ja, vor dem Endscreen gesessen. Und ich bin der Meinung, ich habe es begriffen. Aber das würde jetzt eine Stunde dauern, das auszudrücken. Weil das Ende war der absolute Wahnsinn. Die reine Shooter-Mechanik in den Spielen ist immer so sehr 0815. Allein vom Spielerischen her fand ich es doch eher durchschnittlich. Jo, als Shooter ist Bioshock eigentlich nicht so das tolle Spiel. Hätte es diese fantastische Spielwelt nicht, wäre es nur mittelmäßig. Es ist halt ein okayer Shooter. Allerdings muss ich sagen, die Spielwelt geht mir bei allen drei Spielen am vorbei und ich habe es nur wegen der Action gespielt. So, und jetzt? Du bist seltsam, Karl. Wobei ich mich bei den Big Sisters so eingeschissen habe, wenn ich schon diesen Kreisch gehört habe. So, nein, 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 wohin, welche Ecke ich will, ich lass mich nein, da. Nein, 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 nein. Ja. Tolles Spiel, tolle Serie. Aber es wird weitere Bioshock-Spiele geben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ja Ken Levine, der da dahinter steht, gesagt hat, nö, er macht jetzt was anderes. Mal schauen. Also das Letzte, was ich haben will, wäre halt nur irgendein Shooter, wo halt Bioshock draufsteht, damit halt Bioshock draufsteht. Oha, Baldur's Gate. Hat das jemand gespielt? Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich fürchte, ich auch nicht. Wir haben gerade entdeckt, dass wir beides nicht gespielt haben. Allerdings, Dark Alliance. Oh ja, richtig. Das war BioWare, oder? Wir kennen das Spin-Off. Das war meinem DVD-Laufwerk damals beigelegt. Und ich war, als ich das erste Mal gespielt habe, zu dumm, um das zu verstehen. Ich wollte halt damals schießen, irgendwas mit Schießen. Das fängt an mit Ratten hauen. Und habe deswegen. Also, da kommt noch was anderes außer Ratten. Ja, nein! Das hat mir keiner gesagt. Or so they told me. Ich finde, die Grafik ist überhaupt nicht. Das sieht immer zeitgemäß. Guck dir mal zum Beispiel diese Leisten da an den Rändern an. Das ist natürlich schon ein bisschen Overkill. Ich kann mich bei dieser Obenansicht einfach nicht aufraffen. Also bei keinem dieser Spiele, die diese Obenansicht haben. Ich habe es gespielt tatsächlich, weil es damals halt ein absoluter Brocken war, war mit so das Schönste, was du spielen konntest. Diese ganze Faszination dieses Spiels hat sich mir nie erschlossen, weil ich eben damals, als das der heiße Scheiß war, es nicht gespielt habe. Aber was das Ding in Sachen Storytelling und Spielwelt macht, ist halt wohl auch fantastisch. Also, es war für damalige Verhältnisse wunderschön, es war unglaublich tief und es war das erste Spiel, was so diese Prinzipien, die BioWare bis heute irgendwie beibehalten hat, eingeführt hat. Baldur's Gate ist schon eher ein Rollenspiel und es ist ja bemerkenswert,
bemerkenswert, dass PC-Spieler immer wieder in Freudentränen ausbrechen und dieses Geräusch machen. Ungefähr, wenn man Baldur's Gate sagt. Darüber hinaus hat es halt irgendwie diese Gruppenmitglieder eingeführt. Also mehrere und die dann aber auch alle eigene Charaktere hatten, bis zu diesem Punkt, dass die tatsächlich auch deine Gruppe verlassen konnten, wenn sie sich untereinander nicht vertragen haben. Das war damals halt noch so hardcore, dass du einen Charakter hochgezogen hast, der dann aber irgendwann sagte, nee, also mit dem Elfen da drüben mag ich nicht, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann konntest du dann noch was machen, mit dem nochmal reden? Nee, der ist dann mit der gesamten Ausrüstung, die du ihm gegeben hast, gegangen und das ist halt schon übel gewesen. Ne? Dragon Age ist ja der Versuch, das nochmal zu kopieren. Habt ihr noch was Sinnvolles beizutragen? Es gibt jemanden, der mit seinem Hamster redet. Das weiß ich von der PC-Version und das finde ich auch irgendwie niedlich. Ja, da gab es doch diesen Typen, der einen Hamster als Haustier hatte. Und der Hamster sprach immer mit diesem Hamster. Süßes Maskottchen rettet Rollenspielreihe? Ich dachte, Hamster gehören in die Mikrowelle. Mixer. Spiel, anderes Spiel. Vielleicht raff ich mich doch noch mal auf. Oh, guckt mal, Krieg. Battlefield. Mit 64 Leuten Krieg spielen. Ah. Juhu! Da oute ich mich ja als Riesenfan. Die beste Spielserie der Welt, möchte ich bald behaupten. Es ist ja schon beeindruckend, wie krass die Spiele schon seit dem ersten Teil ihrer Zeit voraus waren. Seit 1945 spiele ich kein Battlefield mehr. Ich habe es auf PC bloß ein bisschen gesuchtet, aber so richtig gepackt hat mich Bad Company damals. Bad Company 2 war das. Ich habe da zum ersten Mal einen Rush-Modus gespielt und der Rush-Modus gehört für mich seitdem zu Battlefield dazu. Schade, dass Battlefield 4 den so schlecht macht. Battlefield erinnere ich mich immer an meine erste Battlefield-Erfahrung auf Wake Island in der PC-Version. Und da dachte ich mir, was für ein fantastischer Shooter. Sowas hätte ich gerne auch auf Konsole. Du spielst aber auf PC wahrscheinlich. Natürlich, ist doch gar keine Frage. Es gibt ja dieses Konsolen-Frame-Gezähle, wo sich ja das Ganze immer so Call of Duty oder Battlefield, so habe ich immer mitbekommen. Ich will 60, ich will 30, ich kann es nicht spielen. Nee, geht gar nicht um die Frames, sondern um die Steuerung. Mit dem Gamepad geht das halt nicht so schnell. Ich fand bei Bad Company so super, dass es diesen humorigen Aspekt hatte. Also das hat das Spiel damals schon ordentlich abgehoben. Mein liebstes Battlefield ist aber immer noch 2142 mit diesem Science-Fiction-Szenario. Das ist das erfolgloseste Battlefield gewesen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nie eine Fortsetzung geben. Aber wenn, wäre ich am ersten Tag mit dabei. Battlefield, das ist dann halt schon mit Taktik und mit Teamabsprache. Das ist mir nix. Ja, und heute ist es ja mehr dieses möglichst groß, möglichst viele Mitspieler, möglichst viel Krieg. Und Levolution. Aber eben auch das mit den Fahrzeugen, das hat mich in 1942, also im Spiel, schon so geflasht, dass ich eben in einem Shooter rumlaufen kann und aber die Map ist riesengroß und dann kann ich plötzlich in einen Panzer steigen und fahre dann auf da rum oder flieg da rum. Total geil. Meine meisten Roadkills habe ich tatsächlich mit dem Motorbike. Ich habe von Activision Geld bekommen, dass ich Call of Duty in der Sendung sage. 15 Euro pro Call of Duty Erwähnung. Wenn es ihr sagt, kriege ich auch nochmal 15. Von der Shooter-Serie Battlefield steht für mich vor Call of Duty. Unter anderem auch natürlich wegen den großen Maps im Multiplayer. Halt immer im Kreis rennen, Messern schießen. Ich kann das auch, aber ich möchte nicht. Den Singleplayer von Battlefield halte ich für so ziemlich unnötig. Das Ding wird online gespielt. Kampagne. Ich glaube auch nicht, dass ich einen Battlefield-Singleplayer durchgespielt habe, den ich nicht durchspielen musste. Gibt es irgendjemanden da draußen, der allen Ernstes die Kampagne von einem Battlefield-Spiel gut findet, außer Bad Company? Ja, und jetzt habt ihr Battlefield 4. Und Hardline bald, ne? Und Mann, war das damals ein Skandal mit Origin, als Battlefield 4 rauskam und dann... Es war halt so schade, dass das dann eben so ein bisschen die Stimmung getrübt hat. Die Battlefield 4-Version ist ja kürzlich erst Gold geworden mit dem letzten Patch. Die funktioniert jetzt online richtig gut. Also ich habe immer noch Soundbugs. Ich hoffe jedenfalls, sie kommen wieder ein bisschen auf den grünen Zweig mit der Reihe, dass das nächste Battlefield geschmeidig launcht, sich gut spielt online. Das gönne ich der Reihe. Aber nichtsdestotrotz, das sind so Kleinigkeiten, über die kann ich hinwechseln. Man muss ja auch nicht jedes Jahr eins rausbringen. Das wäre vielleicht auch eine Idee für EA. Sehen wir, für mich ist Battlefield einfach der Hammer. Ich sage, Battlefield ist das beste Spiel, die beste Spielserie der Welt. Wer B sagt, muss auch C sagen. Nächste Woche gibt es nämlich die besten Spiele mit C. Eure Lieblingshits deswegen in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet.